Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Wir zeigen euch heute Requisition VR, mit wir ist gemeint der DeLorean 787 und meine Wenigkeit. Wer den Kanal von DeLorean nicht kennt, unten in der Beschreibung ist sein Kanal verlinkt und ich glaube auch oben in der Titelbeschreibung. Also definitiv mal raufschauen, Abo dalassen, da wird er sich mit Sicherheit freuen. Ja, wir zocken Requisition VR, das Game sollte ja eigentlich schon erschienen sein, wurde dann nochmal, ja, verzögert. Auf den 20. Oktober, da soll es jetzt erscheinen. Und schauen wir uns einfach mal die Steam-Seite an. Ja, hier haben wir es. Und wie und was, um was es sich geht, zeige ich euch gleich einfach mal im Tutorial und im Spiel. Ist halt ein Zombie-Survival-Game. Wir müssen Waffen anfertigen, uns vorbereiten, das Haus verbarrikadieren und so weiter und so fort. Es erscheint am 20. Oktober als Early-Access-Titel. Wir zocken jetzt quasi die Vorab Early Access Version, die hat immer noch Fehler. Die Early Access Version wird auch noch Fehler haben. Also Leute, wenn ihr ein fertiges Spiel erwartet, seid da leider auf dem falschen Dampfer, sage ich einfach mal. Also das Spiel braucht noch was, aber sie sind auf einem guten Weg. Die Physics funktionieren von den Waffen, von den Tischen her oder Gegenstände, dass man da nicht durchbackt oder sonst was. Alleine die Zombie-Kämpfe sind noch nicht so wirklich, die fühlen sich nicht echt an, die fühlen sich nicht gut an. Kann man jetzt nicht vergleichen mit Blade and Sorcery oder Walking Dead Saint and Sinners. Also da sind die noch nicht. Ich hoffe, dass die da aber hinkommen, weil ansonsten funktioniert die Physik auch ganz gut. Und ansonsten haben wir jetzt keine groben Bugs gehabt. Aber schaut einfach mal rein, aber erwartet kein fertiges Spiel. Es wird einen Multiplayer-Teil haben, also wo wir PvP machen können, aber auch einen Koop-Game. Und dieses Koop-Game teste ich heute mit dem DeLorean. Und ich würde sagen, ich gebe jetzt einfach mal ab an den Sebastian, der schon unter der VR-Brille mit den Hufen scharrt, um euch das Tutorial zu zeigen. Und die beiden DeLorean und meine Wenigkeit, die euch dann das Spiel wirklich zeigen. Es war kein grandioses Gameplay, aber es reicht, um euch mal wirklich zu zeigen, wo steht Requisition VR gerade. Ja, genug damit. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Tutorial und gleich beim Spiel. Bis dann. So, ja, willkommen zum Tutorial von Requisition VR. Und ja, hier werden wir so empfangen. Es sieht schon verdammt cool aus, muss ich sagen, weil wir können wirklich so nah rangehen. Die Texturen sehen auch echt toll aus. Na, du hast auch schon mal bessere Tage gesehen. Ja, auf jeden Fall sind wir hier im Tutorial. Hier wird uns was erklärt über das PDA. Wir haben hier nachher die Quests noch. Das seht ihr aber im Spiel nachher auch. Und wir können hier das Menü noch öffnen. Ne? Video, Audio, Komfort und so weiter und so fort. Mal, ganz kurz reinschauen. Blut an, Blut aus. Ausgemacht. Dann haben wir die Audiospuren, die einzelnen, die wir dann so auswählen können. Ne? Voice, Cutscenes und so weiter und so fort. Komfortfunktionen haben wir auch. Nachdem, ja, wollen wir im Stehen oder im Sitzen spielen. Das kann man dann kalibrieren. Wollen wir uns smooth bewegen oder mit Snap Turn? Lassen wir jetzt smooth. Ja, Move Direction bei Kamera, also Head. Und dann, ob wir die Sachen die ganze Zeit halten wollen oder einfach nur Toggle Grip, ne? Das kann man dann sich dann aussuchen. Ja, Melee Sensitivity, das ist so Nahkampfwaffen, ne? Wie sensibel die so reagieren. Ich lasse einfach mal auf Casual, das muss dann jeder für sich selbst dann mal entscheiden und aussuchen. Hier wird uns erklärt, wie die Controller Mapping ist. Also wir haben hier sogar einen, muss ich ganz kurz gucken, genau, der B-Knopf war es, da kann man hoch und runter gehen, Crouch, dann haben wir hier halt hier, das Thumbstick ist halt Turning, Linker, ist normal bewegen, Grab, direkt. So, gehen wir mal zum nächsten Tür und direkt, ne? Hier sehen wir dann immer, was sind das für Gegenstände? Also die haben jetzt Heilung, die haben Metall dabei und können auch als Bomben umgebaut werden. Wir haben nachher Apparaturen, wo wir die Sachen reinlegen können und dann können wir uns Bomben und Fallen bauen. Wir haben bei dem Spiel die Möglichkeit, Sachen hinzuzufügen. Man kann fast alles miteinander kombinieren. Dafür drücke ich den A-Button, halte den auch und dann seht ihr diese blauen Punkte. Und wenn ich die zusammengefügt habe, werden die grün.
Ich muss es aber trotzdem noch A halten. Dann gehe ich an meine Schulter. Hier habe ich so ein Panzertape. Dann wickel ich das einfach rum. Und so kann ich mir ja ganz eigenständige Waffen bauen, die dann genutzt werden können, um die Zombies zu killen. Das macht jetzt keinen Sinn, aber man kann hier ganz viel, also da muss jeder für sich selbst schauen. Also die Physik von den Gegenständen ist echt cool. Die kommen auch nirgendwo hier, irgendwo backen wir durch oder so, ne? Die Gegenstände, die Abfrage ist ganz gut. Diese Abfrage vermisse ich aber auch bei den Zombies, muss ich ehrlich sagen. Aber es handelt sich hier um einen Early Access Titel, von daher müssen wir noch abwarten, was da alles kommt. Aber für einen Early Access Titel funktioniert das meiste schon verdammt gut. Und klar, Early Access, man kauft halt eine Version, die nicht fertig ist, die noch weiterentwickelt wird. Und ich glaube, man kann dem Team ruhig das Vertrauen schenken. Ich denke, die werden hier was Gutes auf die Beine stellen. Ja, Dosen ergeben Schrott, damit kann man wieder Bomben bauen und so weiter und so fort. Gehen wir weiter. Ja, wir haben auch die Möglichkeit klettern. Das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Hier so eine Klettermaxe. Diese 3D-Effekte sind ganz cool gemacht. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, mehrere Waffen auszuprobieren. Wir haben hier das Katana. Baseballschläger, Axt. Und alle Waffen funktionieren hier auch. Ne? Schaut mal. Das probieren wir jetzt mal aus. Spawn Zombie. So, Kopf weg, ne? Also sehr blutig auf jeden Fall. Probieren wir mal mit Lucille hier. Na komm. Ja, also ich kann hier mit der Waffe durchbacken und das muss geändert werden, definitiv noch. Also es darf nicht sein, dass die Waffe hier irgendwie durchbackt. Das muss ein bisschen besser organisiert sein. So, Waffen funktionieren auch ganz gut. Nachladen, zack. Können wir mal einen Zombie spawnen lassen wieder. Diese Dunklen, die sind ein bisschen fies. Die schleichen immer und laufen die ganz schnell. Nein, ich will die Pump-Action hier. Mann, Schrotflinte. Nagelpistole, machen wir gleich auch mal kurz. Also es sind so alles so Waffen, die hier auch funktionieren. Also wenn die Zombies noch so bekämpfbar sind wie Blade and Sorcery, Walking Dead, Center Sinner, so jetzt habe ich's. Also dann wäre es echt genial, muss ich sagen. So, hier fehlt jetzt noch Munition für die Nagelpistole. So. Puff. Also zielen ist damit nicht so einfach, aber man kann sich verteidigen. Definitiv. Normale Pistole. Also das funktioniert eigentlich ganz gut mit den Waffen. Auch die Physik der Waffen. Korn geht auch. So, dann haben wir hier so eine Pistole oder so eine Waffe, wo wir Schrott reinladen können. Auch ganz wichtig, dass man nicht unbedingt sich bücken muss, um Sachen aufzuheben, sondern wirklich auch aus der Entfernung benutzen können. So, jetzt haben wir die mit Schrott geladen. Bin gespannt. Also die hat es in sich. Cool. Natürlich ein Schuss und da muss man wieder nachladen, aber um mal kurz das so zu benutzen. So, jetzt laden wir den Toaster. Okay, geht nicht mehr.
Zack, zack. Nachgeladen. So. Man kann den sogar nachher mit so einem Pümpel zusammenkleben und dann als Standgewehr nutzen, sage ich mal. Genau, und hier haben wir diese Gerätschaften. Hier können wir explosive Bomben bauen. Müssen wir halt diese Sachen einladen. Hier wird immer das Symbol gezeigt, was man dann auch finden muss an den Gegenständen. Ja, eben schon mal, gehen wir hier mal hin. Ne? Hier hätten wir jetzt nur Glas. Glas brauchen wir hier nirgendwo, wird ja auch angezeigt. Ach doch, hier zum Beispiel. Dann haben wir schon mal Schrott. Dann brauchen wir noch Chemikalien und was Explosives. Das war nichts Explosives hier, oder? Doch, das auch. Ja, aber gut. Das war's nicht. Nicht. Hier fehlt das Geräusch aber. Gar nichts mehr hin, ne? Ich glaube, wir müssen nur noch hier. Naja, egal. Auf jeden Fall, die Sachen sammeln wir, das zeigen wir auch im Video. Und dann kann man daraus Bomben bauen. Hier kann man diese Fallen bauen. Man bekommt dann hier so ein Teil. So, dann muss man dem sagen, was für ein Ding man da hinbauen will als Falle. Und dann kann man hier noch aussuchen, Pendulum, Spring. So. So, und da ist jetzt die Falle aufgebaut. Wenn da jetzt einer drüber geht, ne, da kann man natürlich am besten ein Messer oder sowas dran bauen. Und dann, ja, wenn der Zombie da drüber läuft, ist er schon kaputt. Diese Gegenstände können wir auch trinken. Wenn wir die an den Mund halten, sehen wir hier so eine rote Linie, die sich auffüllt. Und dann bekommen wir halt HP wieder. So, jetzt zeige ich mal ganz kurz, was man noch so bauen konnte. Den zum Beispiel dran setzen. Dann müssen wir wieder unser Panzertape, unser allseits beliebtes Panzertape. Und schon haben wir einen Flammenwerfer. Haha, gehen wir jetzt mal kurz zurück. Also hier sind ganz viele verrückte Sachen möglich, eventuell die auch keinen Sinn ergeben, aber dann kann man halt ein bisschen mit hinspielen. Was du haben. War eine Grillparty. Ja, sowas ist alles möglich. Der Sinn vom Spiel ist, also auf jeden Fall in der Story, wir kommen an einer Map an einem Haus, müssen das sichern, müssen Sachen looten, müssen Bomben bauen, Fallen bauen, müssen uns vorbereiten auf die ganzen Zombie-Wellen, die da ankommen. Und ja, wenn wir dann soweit sind und man die letzte Sache erledigt hat, in dem Video werdet ihr sehen, wir haben da einen kleinen Fehler gemacht, wir waren auch nicht ganz so gut drauf, ja, dann gibt es halt Probleme, man ist nicht vorbereitet und man wird überrannt. Wir haben an der linken Seite haben wir so ein ja, Your Hammer Heroic Item, den hat man immer. Und damit kann man Holz generieren. Egal auf was man dann haut, es geht kaputt. Und wir haben dann hier Holzbretter zum Beispiel, wo wir die Fenster mit zumachen können. Diese Teile kann man auch ans Fenster legen. Und damit dann Fenster verbarrikadieren. Soll aber auch noch hier ins Tutorial eingebaut werden, wie man das macht, weil wir haben uns da am Anfang schwer getan, als wir aufgenommen haben oder haben wollten und wussten noch nicht mal, wie die Fenster zu barrikadieren gehen, weil wir auch nicht wussten, dass wir hier diesen Hammer haben. Also das ist ganz wichtig. Und ich denke mal, wenn die hier noch gut dran arbeiten, dann kann es echt ein witziges Koop-Game auch werden. Es gibt aber auch ein Multiplayer PvP, den haben wir jetzt nicht getestet. PvP mag ich auch eigentlich nicht ganz so gerne. Also da spiele ich lieber so Koop-Matches. Und da werde ich mit Sicherheit nochmal mit dem DeLorean auch
ja, neues Gameplay hier aufnehmen, wenn wir auch ein bisschen besser vorbereitet sind. Aber wir wollten euch das jetzt nicht vorenthalten und unbedingt mal zeigen, wie ist der Stand der Dinge bei dem Game. Weil es gab ja eine Open Beta und die muss wohl nicht ganz so gut gewesen sein. Deshalb wurde das Spiel auch verschoben. Aber jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Ist auf dem richtigen Weg. Also es ist noch kein fertiges Spiel. Aktuell würde ich auch sagen, muss man noch abwarten. Also es hat Potenzial, aber als andere muss man jetzt abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und ich würde sagen, gehen wir jetzt einfach mal ins Gameplay. Viel Spaß dabei. And there's a whole state ahead of you. Ja, wir sind in der Apokalypse. Ne? Genau, wir sind in der Apokalypse und sind hier in unserem Supermobil. Komm mal kurz raus. Also es sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus draußen, ne? Ein bisschen düster. Ja, wir spielen jetzt den Story-Modus von Requisition, ne? Genau, den spielen wir jetzt. Wir haben noch absolut fast keine Ahnung. Wir haben nur ein bisschen reingeschaut, um ein bisschen vertraut zu machen. Aber wir werden jetzt mit euch zusammen alles rausfinden, denke ich. Wir haben auf unserem PDA auf jeden Fall Quests, die wir erfüllen müssen, ne? Genau. Wir haben Find a Battery, Insert Battery in Door Lock. Und da müssen wir unsere Basis, das wird das Haus sein, müssen wir aufrüsten, ne? Richtig, und das probieren wir jetzt halt einfach mal. Und dann schauen wir mal, was passiert. Würde ich auch sagen. Okay. Dann let's go. Dann suchen wir mal die Batterie. Oh, hier ist Jim Beam Cola. Jim Beam Cola. Ja, du sollst dich jetzt nicht besaufen, weil dann wird das hier nichts mit die Zombies. 100. Der hat mir direkt Energie gegeben. Sehr gut. Gibt es Bier hier auch? Bier ist hier, glaube ich, oder? Ne, ist der gleiche. Ja, aber ich kann es nicht trinken. Oh. The inhabitant clearly muss man das aufmachen, mit den Flaschen öffnen, oder was? So, ich brauche auf jeden Fall eine Waffe, bevor es jetzt hier losgeht. Ja, ich habe schon eine Axt hier. Oh, hier, dann komm nach hier. Hier sind okay. Wir sind böse. Oh, oh, ich habe ihn in den Arm abgeschlagen. Oh, okay, die Physik sind wirklich noch nicht so gut. Man muss natürlich dazu sagen, es startet als Early Access, ne? Richtig. Da tut sich mit Sicherheit noch einiges. Das denke ich auch. Ansonsten sind also die Physik so vom Spiel selber so gut eigentlich. Ja, die sind nicht schlecht. Die sind nicht schlecht. Aber im Vergleich jetzt zur Alpha hat sich hier auf jeden Fall einiges getan. So, wir müssen die Batterie finden. Dann schauen wir doch mal. Ich hab eine Pumpgun. Du hast eine Pumpgun? Sehr cool. Ich aber keine Nagelpistole. Muni. Ich will die Nagelpistole ausprobieren. Die nehme ich mir mal mit. Vielleicht finde ich irgendwo. Wir müssen jetzt erstmal looten. Hier ist Munition für ein normales Gewehr. Hey, ich habe eine Pizza. Oh, Feuerzeug. Ich mache meinen Gasherd an hier. jetzt habe ich sie gegessen. Okay, da sieht man dann eine Linie ablaufen. Was haben wir hier? Projektor, okay. Wo bist du gerade? In der Küche. Du glaubst gar nicht, was in den Schränken in der Küche so drin ist. Alles Mögliche. Ja, wir müssen auf jeden Fall alles einpacken und daraus kann man halt Sachen bauen. Bomben und alles Mögliche. Deshalb müssen wir erstmal looten. Genau, wir haben hier einen Rucksack. Da haben wir verschiedene Inventarslots. Da können wir alles schön vollpacken. Kann ich eigentlich das kann ich sogar auch mitnehmen. Schau mal, das ist ja richtig cool. Nagelpistole habe ich Munition gefunden für dich jetzt gerade. Oh, ein Samurai-Schwert. Echt, oder? Cool. Ein Katana. Das wird gleich. Wo hast du die Munition hingelegt? In der Küche? Hier. Oh, du sollst mich nicht schneiden. Ja, sorry. hier wieder eine Pump-Action. Ich hab dir ins Gesicht geschossen. Das sollst du doch nicht machen. Die Nagelpistole ist viel cooler als so eine Pumpgun hier. 8 Schuss habe ich von 9, okay. Gut. Schauen wir mal, wie gut die gegen Zombies ist. Was ist denn das? Mal gleich mal ausprobieren, ne? Holz nehme ich mit. Ich habe eine Flex gefunden. Oh mein Gott. Hey, da gibt es irgendwo so große Trennscheiben, sondern so Sägeblätter. Das kann man bestimmt cool kombinieren. Akkubetriebene Flex, das ist gut. Wir gehen jetzt auf Jagd. Wir gehen auf Jagd. Wir müssen erstmal die Batterie finden, glaube ich. Oh, warte. Das ist meiner. Da ist ich daneben getroffen. Oha. Was hast du denn hier rum?
Und du bist voller Blut. Warum knallst du hier die ganze Zeit auf den Boden? Ich knall nicht. Ich habe nur einmal geschossen. Das ist ein Soundbug. Du knallst die ganze Zeit damit. Ich knalle. So, wir haben jetzt auch noch die, die Pflicht, die Fenster zu machen. Ne? An der linken Brust haben wir quasi einen Hammer. Und damit können wir Holz generieren. So. Nehmen wir uns jetzt hier einfach mal so einen Hocker. Tak, tak, tak. Nochmal, nochmal. Und dann haben wir hier diese Teile. Die halten wir dann einfach dahin. Und dann müssen wir noch die Nägelchen hier reinhauen. Klappt auch ganz gut, ne? Ich muss mal hier den Kühlschrank abbauen, weil der stört mich hier beim Nageln. So. Pack mal alles in den Rucksack. Teile. Oh, ganze Bretter auch dran machen. Warum ist das jetzt da wieder rausgegangen? Bitte? Ich glaube, du musst immer erst nageln und dann kannst du das nächste Brett machen. Ansonsten kann das passieren, dass ein Brett weggeht. So? Da ist es. So, jetzt haben wir auch auf unserer Questliste 2 von 5 Fenstern sind schon verbarrikadiert. Das ist schon mal sehr gut. Das haben wir doch gut gemacht. Jetzt machen wir. Deswegen werden wir auch nicht ausgelacht. So. Wichtig ist, dass uns die Zombies nicht fressen. Das ist sehr wichtig. Hä, jetzt ist auf einmal... Warum sind jetzt auf einmal 2 da? 2 Bretter. Ich habe nur einen so einen Teil hingelegt und es waren 2 Bretter dran. Aber okay. Warte, hier müssen wir auch mal... Hast du schon was gegessen? Weil das musst du auch machen. Ja, habe ich. Also getrunken. Okay. Jim Beam ist ja Nahrung. Das ist Nahrung. Das ist Grundnahrung. Grundnahrungsmittel. Okay. Jim Beam Cola. Ich guck jetzt mal nach oben. Weil wir müssen ja auch die Batterie finden. Oh, da ist ein Zombie. Zombie. Warte, ich will mitkommen nach oben. Auch hauen? Ich will mit nach oben. Oha. Boah, mit dem Hammer geht der gar nicht kaputt. Warte, ich komme mit dem Katana. Ja. Tag. Ich habe ja auch noch meine Ladepistole, ich habe es nur vergessen. Oh, hier höre ich was. Komm mal hier gucken. Ich höre hier ganz... Alter! Was ist? Oh, was ist das für ein Fettfuck? So, wir machen Schaschlik. Boah, der sieht aber ekelhaft aus. Fieser Fettsack, ey. Also diese Physik muss noch überarbeitet werden, definitiv. Also wir haben zwar Gegner, aber der kommt noch nicht so gut rüber, ne? Aber Katana war gut. Kernet Peaches. Was ist die Batterie? Ich habe eine Batterie. Eingelegte... Oh, was habe ich denn jetzt noch rausgekriegt? Keramics. Hast du die Batterie gefunden? Ja. Sehr cool. Ich will die jetzt in den Rucksack packen. Ich nehme mal hier alles mit, weil dann können wir jetzt da nämlich gleich mal gucken, was wir noch alles machen müssen. Warum? Create Trap Boxes, 2 Stück. Wir müssen noch 2 Fenster barrikadieren. Verbarrikadieren. Ach, mein Rucksack ist voll, deshalb. Ach, und dann macht das dieses komische Geräusch da. Oder was? Oder woher kommt das komische Geräusch da eigentlich immer? Das da. Hast du es auch gerade gehört? Ich habe das auch. Ich weiß nicht, was uns das die Werbesendung sagen möchte. Das weiß ich allerdings auch nicht. Sehr komisch. Also ich mach mal Fenster weiter. Das zählt ja dann, das zählt ja für uns beide quasi, ne? So. Kann es sein, dass dann ein Spieler-Joint oder sowas? Wenn dieses Geräusch kommt? Geht eigentlich nicht, wir waren ja privat. Ah ja, stimmt, du hast privat gemacht. Merkwürdig. Die Version dürften jetzt noch nicht so viele Leute haben. Denke ich auch nicht. Ich gehe mal gucken mit der Batterie. Also eigentlich habe ich jetzt noch mal ein Fenster verbarrikadiert, aber das hat jetzt nicht gezählt. Da, wo du warst, war ich aber eigentlich schon. Oh, da sind 2 Gegner, okay. So, let's go. Gehst du in die Werkstatt? Ja. Okay. Ich mach hier Fenster weiter. You need some kind of battery to open the door. There should be one somewhere among this junk. Check in the house. Verzögert. Aber das Geräusch ist merkwürdig. Würde mich echt interessieren, warum das kommt.
So, jetzt haben wir hier unsere Maschinen, wo wir... Oh, da kommt... Ich dachte gerade, da kommt doch was. Was kommt da? Ein Zombie. Oh. Okay, das... Da kommt... Den oh, was ist das? Was ist da? Ein roter Zombie. Haust du ab. Ein Bienenschwarm oder was ist das? Ein Bienenschwarm? Das nehme ich mir noch mit. Also die Zombies selber sehen gar nicht so schlecht aus, aber die Abfrage hier von den Gegenständen sieht ganz gut aus. Schaut mal, wie mein Schwert dranhängen bleibt. Das müsste bei den Zombies auch so sein. So Blade and Sorcery mäßig, ne? Das wäre cool. Das wäre richtig nice, ja. So, jetzt haben sie uns erstmal in Ruhe gelassen. Okay, ja, hier kann man jetzt halt hier verschiedene Alter. Sachen machen. Wir gucken jetzt einfach mal, was wir hier alles so brauchen. Du hast mich ganz zu Tode erschrocken. Ich dich? Ja. Hast du ein schlechtes Gewissen? So, Trapbox. Wir müssen 2 Trapboxen machen. Die packe ich mir ein. Okay, und hier können wir Bomben bauen, oder? Place Items. Okay, ich probiere mal was. Ja, probier mal. Und ich baue hier, ich brauche jetzt noch Plastik oder sowas. Chemikalien, Place Items. Nein, das ist nix. Wo kriege ich denn jetzt Plastik raus? Ah, warte mal. Hier, das ist doch. Push the chemicals into the funnel. Haben wir. There are a lot of narrow spaces. Try placing a bunch of traps. Oh, so. Chemikalien. Ist das Chemikalie hier? Motoröl. Weiß ich nicht. Denke ich mal, ja. Schau mal hin. So, wir haben alles. Click the button. Ich habe eine Bombe gebaut. Yeah. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich habe 2 Fallen. Was? Mount Traps brauchen wir noch? Aber wir brauchen 2 Bomben auch. Okay. Create Bombs. Genau, den machst du nochmal. Da müssen wir noch ein Fenster verbarrikadieren. Und danach, am Schluss, müssen wir 3 Wellen überleben. Super. Okay, das funktioniert nicht. Ach, Mount Traps. Okay, wir müssen die Fallen dann irgendwo anbringen. Nee. Das habe ich auch noch nicht so ganz kapiert, wie das funktioniert. Das probiere ich jetzt mal. So. Da haben wir noch Chemikalien. So, das sollte ja passen, ne? Genau, Chemikalien. Eine Dose ist eine Spraydose. Haben wir irgendwo noch eine Spraydose, Markus? Also ich habe noch keine gesehen. Ich kann mal gucken, ob ich hier zufälligerweise was im Schrank finde, auf die Schnelle. Ich brauche irgendwie noch ein paar... Schaut, der Drucker, wer tut denn sowas in den Schrank? Jetzt brauche ich noch eine Spraydose, dann habe ich 2 Bomben. Oder geht auch der? Boxhandschuh. Ich probiere mal hier Feuerlöcher. Ich habe einen Boxhandschuh. Bam, bam, bam. Ein Feuerlöscher tut es auch nicht. Okay, komm. Ich meine, im Bus hätten wir noch welche. Okay, ich probiere jetzt mal aus, wie man die Fallen platziert. Bitte pass auf, wenn du ins Haus zurückkommst und lauf nicht in die Fallen rein, ja? Ja, wäre gut, wenn du die nicht direkt vor der Tür machst, weil ich noch reinkommen könnte. Ja, ich probiere es mal. Gegebenenfalls. So, da kommt dieser Holzspieß rein. Dann konnte man das jetzt ändern, genau so. Wie platziere ich das jetzt am besten? Ich platziere das jetzt einfach mal hier, so in der Mitte, dann müsste es der Sebastian sehen. Das schaut doch gut aus. Also pass auf, hier ist jetzt eine Falle, ne? Siehst du die unter dem Holz? Nein. Nicht? Ich gehe von der anderen Seite rein. Ja, geh von der anderen Seite rein. Hier ist der Auslöser-Knopf jetzt, okay. Ah, cool. So funktioniert. Jetzt verstehe ich das Ganze. So, okay. Wir müssen unbedingt was Explosives finden. Jetzt ist das kaputt, oder? Jetzt ist die Falle kaputt. Okay, ich brauche nochmal eine neue Falle. Alles klar. Warum machst du alles kaputt? Ich muss ja probieren hier. So. Ich platziere die Falle jetzt genau in der Tür drinnen, weil die muss ich ja selber auslösen. Und den Knopf, den tue ich mir dafür dahin. So, Bombe ist gebaut, deshalb kam auch dieser Jingle gerade. Ja. So,
kann ich hier, genau, ich kann jetzt hier ganz normal durch die Tür laufen und ich muss per Knopfdruck kann ich quasi die Falle, aber da steht Reset drauf. Warum steht da Reset? Also auslösen, denke ich. Kann ich sie da? Also man kann auch diverse Sachen zusammenbauen, wie man hier sieht, als Waffe, aber eine Bohrmaschine an Katana macht jetzt keinen Sinn, ne? Nee, glaube ich auch nicht. Hey, man, was macht Sinn? Ich will den Leuten mal kurz zeigen, was man machen könnte. Ja, dann bastel doch mal was Schönes. Und ich kümmere mich jetzt halt hier weiter um Fenster barrikadieren. So. Habe ich eigentlich noch Holz hier drin? Das schau mal hier. Man zieht automatisch das aus dem Rucksack raus, was man gerade braucht. So. Dann kleben wir das da dran. So, Holz. Jetzt ist das wieder weg, so. Das Holz. Das verstehe ich nicht. Jetzt zeigen wir dem Markus. Achso. Unsere. Oh. Wie geil ist das denn? Ich bin in der Küche gerade. Also Leute, man kann da sehr, sehr kreativ sein. Was I have some bad news. I contacted people who settled near the tower nearby. It seems like you made a bit of noise. Ja, wir haben alles erledigt. And they tell me there are a bunch of zombies headed your way. It's gonna be a rough night, that's for sure. Was habe ich zu gemacht? Good luck. Das Fenster. Was für ein Fenster? Hier in das Küchenfenster bin ich gerade dabei. Ja. Warte mal. Jetzt habe ich Angst. Jetzt sind wir im Arsch. Jetzt sind wir bestimmt im Arsch. Aber guck mal hier, meine Waffe. Das schaut aber cool aus. Da bin ich jetzt gespannt, hä? Aber so. Das ist schon eine geile Idee von den Entwicklern, muss man sagen. Auf jeden Fall. Habe ich schon Munition? Könnte man die Fenster auch zumachen? Die Türen hier. Nee, da kann man nur Fallen machen. Okay. Kann man denn, warte mal, dann versuche ich mal kurz eine Bombe zu platzieren. Ja, mach mal. Ach, okay, die explodieren sofort. Macht Sinn. Scheiße, ich brauche Munition oder irgendwas. Oh, da kommen sie schon. Meine Lage ist nicht so gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Funktioniert deine Waffe? Nein! Aber Katana! So. Mein Katana ist weg. Nein. Boah, wir sind so am Arsch. Passt schon, ich hab eine Pistole. Bam. Was haben wir denn sonst noch hier? Okay. Warum krieg ich gerade Schaden? Weiß ich nicht. Scheiße, ich habe kein Magazin mehr. Oh. Oh. Oh Gott. Wir sind so schlecht. Durch. Ja, da ist eine Axt. Komm, ich mache jetzt alle nieder. Wo ist der hin? Ich brauche auch die Axt. Nee, Pfanne. Guck mal, also, wir hätten das Fenster nicht zumachen dürfen. Wir hätten uns noch vorbereiten müssen. Definitiv. Ja. Das war schlecht. Aber egal, wir schaffen das schon. Weil ich hätte schon gerne. Ich hau denen einfach die Köpfe ab. Damn. Weiß nicht, warum ich manchmal hier Schaden bekomme. Keine Ahnung. Ich habe noch 79 Leben. Das langt erstmal noch. Oh Gott. Komm her. Du Stirn. Oh da ist er. Komm ist her. Zum komm Trinken. Her. Bam. Oh. Da ist noch irgendwo einer. Ich glaube, wir haben es geschafft. Echt? Ich höre irgendwo noch was. Irgendwo ist noch einer, ja. Das habe ich auch gehört. Da unten draußen ist er. Was haben wir denn hier noch für Waffen? Great job! Yeah! But there's still more. Ja, da kommen noch ein paar. Second Wave. Ja, wir müssen ja drei Wellen überleben jetzt. Ja, ich war mit der ersten schon überfordert. Kein Problem, mit der Axt geht es. Aber jetzt. Doch keine anderen Waffen. Wo ist mein Katana? Das Wichtige. Da liegt mein Katana. Ich bräuchte noch was zum Essen. Liegt da noch irgendwo was zum Essen? Hör mal, oben war doch dieser Safe, ne? Da ist ein Safe, ja.
Wie kriegt man diesen Code denn raus? Verdammt. Das ist eine gute Frage. Jetzt pass mal auf, ich habe hier noch meine Pistole. Da ist noch mal eine Pistolenmunition. Auch noch was zu essen. Hier ist noch eine Nagelpistole. Ohne Muni. Pistol Mag. Ah, jetzt hat. Musst du erst noch eine Pistole? Ich leg die Waffen mal, die ich so finde, im Wohnzimmer auf diese Kommode. Stop. Try to get it over with as soon as you can. Okay, nächste Welle. Die kommen von da drüben. Von überall kommen. Alter, die kommen aber ganz schön schnell teilweise so. Ja, ja. Ja, hallo? Der Dunkle stirbt gar nicht, Mann. Okay, der ist tot. Kommt her. Oh, die sind ja überall. Oh, oh. Also, die sind anscheinend alle gleich. Aber sie sind wieder so gut ausschauen. Also Fakt ist, wir hätten uns viel besser vorbereiten müssen. Okay, ich bin glaube ich gleich down. Echt? Ja, ich bin down. Oh nein. Uiuiui. Aber ich kann mich irgendwie Kein noch Problem, bewegen. Ich mach das schon. Ich weiß nicht, wo bist du denn gerade? Hier. Hier am Haus. Ah ne, ich back da ein bisschen rum. Aber hübsch sehe ich aus. Immerhin. Ja, die Zombies, die halten ja nichts aus, hä? Oh, nee, was ist das? Aber wenn zu viele kommen und ich finde diese Kampfmechanik. Die Kampfmechanik finde ich noch nicht so gut. Ich bin irgendwie verseucht oder vergiftet. Fuck. Ja, ich hatte das auch. Jetzt bin ich voll. Ja, scheiße. You're lost. Verkackt. Super. Ja, wir haben es voll drauf. Wir verkacken alles. Wahnsinn, oder? Das ist der Wahnsinn. Ja, aber das braucht schon auch auf jeden Fall ein bisschen Übung, ne? Beim das nächsten Mal verkackt man das nicht. Und wir hätten auf keinen Fall dieses Fenster. Ich wollte dir noch sagen, nicht das letzte Fenster zu machen, erstmal noch Waffen sammeln. Ich denke mal, man muss wirklich im Wohnzimmer gucken, dass man sich die Waffen alle hinlegt. Da sollte man sich definitiv vorbereiten, ja. Naja, aber macht auf jeden Fall. Ich habe es in der Beta nicht gespielt, die Open Beta, die du gespielt hattest. Ja. Wie hat sich das jetzt verbessert? Ja, im Endeffekt sind die Physics jetzt besser geworden und es gibt halt jetzt den Story Mode, den gab es davor nicht. Davor war das einfach nur so Multiplayer und du konntest gegen andere Spieler spielen. Den wir jetzt auch noch hier haben, ne? Es gibt immer noch ein Deathmatch. Ja, genau, richtig, das Deathmatch. Wir haben ja jetzt den Story Mode gespielt, da gibt es zwei Versionen aktuell noch, Gas Station. Ja. Genau. Beim Deathmatch gibt es dann ja auch nur zwei Maps, ne? Nur richtig. Aber das so von der Physik her ist eigentlich ganz cool, aber die Gegnerphysik ist noch nicht so wirklich. Noch nicht wirklich gut, aber. Und ich habe mein Messer nicht oder mein Katana nicht fallen lassen. Ich habe es festgehalten und war aber mal wieder weg. Also da, es ist leider das noch buggy, ne? Okay. Ja. Ja, ein paar Bugs gibt es auf jeden Fall. Das müssen sie auf jeden Fall noch hier rauskriegen. Aber man muss sagen, wir spielen ja immer noch die Vor-Early Access-Version und der Entwickler hat uns auch darum gebeten, Infos zu geben, was falsch läuft, was nicht und so weiter, was gut ist, ne? Was noch verbessert werden muss. Muss man dazu sagen. Ne? Aber macht erstmal einen guten Eindruck. Potenzial ist vorhanden. Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden, ja. Wir werden da auf jeden Fall nochmal reinschauen, wenn ein paar Updates kamen. Und wir ein bisschen trainiert haben, oder? Und wir ein bisschen trainiert haben, genau. Okay, dann würde ich mal sagen. Bye-bye. Tschüss.